Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live Trading mit Mario Lüdemann und CapTrader FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich sehr, dass wir immer eigentlich wieder so zahlreiche Teilnehmer anwesend sind. Und ja, schönen guten Abend. Und ja, heute ist tatsächlich der letzte Termin. Ja, aber nur für dieses Jahr. Denn ich freue mich sehr, dass Mario mit uns diese Webinarreihe auch im nächsten Jahr fortführen möchte. Und von daher werden wir die Anmeldung für die neuen Termine ab Januar dann ab morgen online stellen. Ja, dann können Sie sich bereits morgen für die Termine 2017 entsprechend anmelden. Und was dazu gekommen ist, wir sind dem Wunsch gefolgt, nach dem Screening-Webinar wurde ja mehrfach dem Wunsch geäußert, über den Handelsplan und Trading-Journal zu sprechen. Und ja, Mario und ich haben uns dann ein bisschen darüber Gedanken gemacht und konnten entsprechend auch einen Termin vereinbaren. Auch da freue ich mich sehr. Ich zeige Ihnen mal kurz, der ist bereits jetzt schon online, der Termin, da können Sie sich jetzt schon anmelden. Ja, also für alle, die nicht wissen, wie man da hinkommt, unter Training, Termine. Dann hier Handelsplan und Trading Journal mit Mario Lüdemann am 20.02.2017. Ja, da können Sie sich jetzt schon anmelden und wie gesagt, ab morgen wird dann auch entsprechend die Anmeldung für Marktausblick auch online sein. Ja, das war's von meiner Seite. Ich werde jetzt rüberschalten zu Mario. Und ich habe dich schon gehört. Jawohl. So, dann sage ich auch herzlich willkommen heute zum letzten Marktausblick in diesem Jahr. Ich freue mich, dass wieder so viele wieder mit dabei sind, dass bei dem super schönen Wetter eigentlich, wo man auch ganz gut auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs sein könnte. Wollen hier auch gleich durchstarten. Es gibt ja einiges an Möglichkeiten, die sich heute eröffnet haben. Ich habe auch einiges an Trades mitgebracht, aber vielleicht schauen wir erstmal auf die Gesamtlage und dann gleich anschließend auf die Trades. Am Ende des Webinars wird es auch noch ein kleines Christmas-Special geben, dazu aber am Ende des Webinars. Okay, wie sieht die Marktlage derzeit aus? Starten wir vielleicht mit dem US-Markt. Der S&P 500 hat heute einen sehr starken Tag hingelegt, was auch nicht weiter verwundern sollte, dadurch, dass die europäischen Märkte heute ja auch recht stark unterwegs waren. Wir hatten hier ja ein Hoch gehabt, das ich ja auch im Wochenausblick immer wieder angezeigt habe, so in dem Bereich 2175 bis 2185. Das ist mustergültig hier angelaufen worden. Das heißt, wir hatten also hier gute Möglichkeiten, entweder am Freitag oder heute neue Positionen aufzumachen, sowohl im Stundenchart als natürlich auch intraday, weil was für uns ja immer wichtig ist, dass wir möglichst erst eine Korrektur sehen. Das haben wir jetzt gehabt, hier genau an die Ausbruchsmarke heran. Der Markt ist hier wirklich sehr schön dran abgeprallt und ist jetzt wirklich wieder auf dem Weg zu neuen Hochs. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wir dann im Laufe des Tages beziehungsweise dann morgen oder am Mittwoch hier das Hoch bei 2120 auf Schlusskursbasis herausnehmen. Nichtsdestotrotz habe ich derzeit schon die ersten offenen Positionen, weil es natürlich sehr viel Sinn macht, vor allen Dingen aus den Korrekturen heraus zu handeln. Schauen wir auf den Nasdaq-Index. Hier sieht das Bild nicht ganz so gut aus wie im S&P 500 Future. Auch hier kleiner Überblick. Wir sehen hier oben das Hoch, was hier auch mehrfach angetestet wurde. Ich habe es ja in meinem Wochenausblick in den letzten Wochen immer wieder thematisiert. Solange wir hier nicht durchkommen durch diesen Bereich, macht es natürlich recht wenig Sinn, hier entsprechend in den Indizes oder auch in den Einzelaktien unterwegs zu sein. Natürlich werden wir die ein oder andere gute Aktie im Nasdaq finden, aber wenn wir uns die Masse der Aktien anschauen, stellen wir halt schon fest, dass die doch wesentlich schwächer unterwegs sind als die Aktien aus dem S&P. Vor allem dort die Bankwerte sind halt extrem stark momentan, aber da werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Dann kommen wir zum deutschen Markt.
Hier haben wir heute eine sehr schöne Rally gesehen. Wir hatten ja gestern zwei wichtige politische Termine. Zum einen die Präsidentschaftswahl natürlich in Österreich und dann auch noch in Italien das Referendum. Man hätte annehmen können, dass die Märkte heute schwächer reinkommen, weil das Referendum in Italien ja nicht so ausgegangen ist, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Nichtsdestotrotz, man konnte es gestern Abend schon sehen im vorbörslichen Handel. Ich hatte mir das gestern Abend schon um 0 Uhr angeschaut. Die Märkte haben da schon doch wesentlich schwächer aufgemacht. Es gibt ja den einen oder anderen Indikator, wo man das dann schon sehen kann, was los ist. Also der Markt hat schon etwas schwächer eröffnet gehabt, aber heute Morgen, der DAX Future, man sieht es schon hier ganz unwesentlich tiefer. Eröffnung bei 10.444, das Close war etwa 100 Punkte höher gewesen, also kein großes Ding. Und das haben wir zwischenzeitlich auch sehr schnell aufgeholt. Wir können es uns auch gleich im Live-Trading natürlich oder in der Trade-Besprechung anschauen. Der Markt ist hier wirklich dann sehr schnell nach oben weggelaufen, hängt jetzt allerdings wieder an einer wichtigen Marke, die wir auch schon vielfach besprochen haben, sowohl hier als natürlich auch im Wochenausblick. Für alle die, die den Wochenausblick noch nicht regelmäßig schauen, immer zu finden in meiner Videothek, immer so ab Montagmittag im Regelfall, nur wenn der große Marktausblick stattfindet, also einmal im Monat, dann kommt er eben nicht, weil wir dann ja hier live die Märkte besprechen. Ja, wie geht es jetzt weiter im deutschen Markt? Also ich selber würde mich jetzt hier mit Neupositionierung noch ein kleines bisschen zurückhalten. Ich bin hier schon in einem Trade drin, den habe ich letzte Woche auch schon mal vorgestellt gehabt in der Lufthansa. Ansonsten habe ich hier noch keine weiteren Positionen im deutschen Markt. Ich habe heute nur im rein kurzfristigen Handel hier den FDAX gehandelt, habe aber einige Positionen im US-Markt, weil der einfach wesentlich stärker aussieht. Das kann sich hier im deutschen Markt sehr schnell wandeln, nämlich wenn diese Stärke, die wir hier haben, tatsächlich Bestand hat und der Markt hier dann den Ausbruch macht, kurzen Retest, und dann würde ich hier auch in mittleren und großen Zeiteinheiten hier in den DAX einsteigen, weil dann spricht auch die Saisonalität natürlich dafür, die Weihnachtswelle. Wir haben jetzt Dezember, wir wissen ja, statistisch gesehen ist es eh immer eine recht gute Zeit für den Handel vor Weihnachten, gerade die Saisonalitäten, wenn man die so ein bisschen mit auf dem Schirm hat, kann man das ein oder andere an Prozentpunkten zusätzlich noch mit herausholen. So, dann schauen wir mal einfach mal vielleicht in den ein oder anderen Trade, bevor wir uns gleich interessante neue Aktien anschauen. Was habe ich heute gemacht, beziehungsweise was haben wir in offenen Trades? Zum einen haben wir hier einen Trade aus dem FDAX heute früh. Ich mache mal gerade das Zeichenmodul noch an von mir, damit man es ein bisschen besser vielleicht sehen kann. Heute Morgen konnte man ganz gut sehen, dass der Markt hier keine große Schwäche aufgebaut hat. Der ist eigentlich sehr schnell gestartet. Ich zeichne das mal gerade hier ein. Also wir haben hier das Gap gehabt, das kann man hier ganz gut sehen. Dann hier ein kurzer Versuch noch nach unten wegzulaufen, das hat nicht funktioniert. Dann hat sich hier sehr schnell ein 1, 2, 3 gebildet, dass der Markt hier dann doch schnell nach oben laufen wollte. Und ich habe diese erste Chance dann hier auch gleich genutzt, um hier in einen Trade hineinzukommen. Ich bin hier nicht am Hochpunkt eingestiegen, wie man schon sehen kann, sondern ein bisschen vorher. Ich habe die Möglichkeit des Trends im Trends genutzt. Das sieht man hier. Wir haben hier eine ganz kurze Korrektur gehabt und bin dann hier über diesem Hochpunkt hier schon in den Trade hineingekommen und habe dann den Trade hier geschlossen bei einem CRV von 1 zu 2, nämlich genau an der Marke oder kurz bevor es hier zum Gap Close kommt. Das ist für mich sowieso immer so ein wichtiger Punkt, wenn man hier in diesem Bereich hineinläuft, des Gap Closes, dann bleibt der Markt hier halt häufig stehen. Und das haben wir auch heute wieder gesehen. Der Markt läuft hier halt sehr schön an diesen Bereich des Gap Closes heran und dann kommt danach erst einmal wieder eine Korrektur. Ich zeichne das Ganze hier auch nochmal dann jetzt als großen Trend ein. Wir sehen dann hier die Korrektur, die hier angelaufen ist. Was ein bisschen schade ist, dass ich hier denn nicht noch in diese zweiten Trade hineingekommen bin. Hatte ursprünglich vorgehabt, hier aus der Korrektur hier heraus zu traden, aber der Markt ist hier sehr schnell angesprungen, so dass ich hier keine Chance mehr gefunden habe, hier in diesen Trade hineinzukommen. Ziel war es natürlich, möglichst hier vor dem Hoch hier wieder in den Trade hineinzukommen, aber man sieht es schon, es gab hier eigentlich keine richtige Korrektur. Natürlich sehen wir hier mal eine Kerze oder auch hier. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich hier reingekommen wäre.
wäre, bin ich aber leider nicht, weil es eben gegen mein Handels-Setup ist. Auch das ist eben ein wichtiger Punkt. Wir kommen darauf auch im nächsten Jahr nochmal. Also es ist halt wirklich wichtig, dass man sich einen Handelsplan entwirft. Der Nelson hat es ja vorhin freundlicherweise schon gesagt. Wir werden im Februar zu diesem Thema auch ein Webinar machen, Erstellung eines Handelsplans. Man muss halt eigene Kriterien festlegen, wieso, weshalb, warum möchte ich an einer bestimmten Stelle in den Markt gehen. Für mich ist hier eben der Punkt gewesen, die Korrekturen waren hier nicht ausgereift genug für mich, um hier in den Markt hineinzugehen. Deswegen habe ich diese schöne Aufwärtsbewegung hier zur Börseneröffnung, zum Präsenzmarkt eben nicht mitbekommen. Was ich dann allerdings wieder mitbekommen habe, ist, nachdem der Markt dann hier doch sehr schön nach oben gelaufen ist, dann kam hier eine Korrektur, die hier sehr schön zu sehen ist. Dann wollte ich hier am Hochpunkt einsteigen in den Markt, bin dann hier erst kurz überlaufen worden, weil ich immer im Trading mit Stop-by-Limiten agiere. Das ist eine Angewohnheit von mir, denn ich habe das schon so häufig überlebt, dass man überlaufen wird, wenn der Stop rübergeht und man bekommt dann unnötiges Slippage, manchmal von 3, 4, 5 Punkten. Ich habe es heute Nachmittag noch beobachten können, gerade im FDAX Mini gab es zum Teil bis zu 4 Punkten Spread zwischen dem Geld- und Briefkurs, und das ist natürlich dann nicht so schön, wenn man dann schon die ersten 20 Euro verloren hat, bevor man überhaupt in so einen Trade reingeht. Morgens sieht das wesentlich besser aus, aber heute Nachmittag so 16 Uhr, 15:30, 16 Uhr waren die Spreads halt recht groß, sodass es dann für mich auch nicht mehr interessant ist zu handeln. Deswegen nutze ich dann eben in diesen Phasen einfach immer eine sogenannte Stop-by-Limit-Order. Die hat mich dann ein paar Sekunden später halt in den Markt hineingeholt. Stop dann einfach unter das Tief gesetzt und habe dann versucht, hier einen schönen Trade aufzusetzen. Hier in diesem Fall war es dann kein Trend-Trade, wie man schon sehen kann, sondern reiner Bewegungstrade. Warum in diesem Falle kein Trend-Trade? Gibt mehrere Gründe, warum ich hier kein Trend-Trade mag. Der eine Grund ist natürlich, wenn wir uns das anschauen, wir sind hier sehr dynamisch unterwegs, wir haben hier eine sehr starke Aufwärtsbewegung zwischenzeitlich hingelegt. Ob die zweite dann nochmal so dynamisch ist, ist das Erste, was man eigentlich nach so einer starken Bewegung erstmal nicht sagen kann. Was man hier auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Korrektur, die anschließend nach dieser starken Bewegung war, sehr trendkonform verlaufen ist. Wir sehen hier sehr schön, dass die Umsätze in der Korrektur hier zurückgegangen sind. Also das sind einfach immer Dinge, auf die man natürlich im Trading achten sollte. Dann der Ausbruch wiederum mit etwas mehr Dynamik. Wir sehen hier auch hier wieder steigende Umsätze. Dann hier in der Korrektur ist auch der Umsatz hier sehr niedrig gewesen, also von daher alles optimal. Der Hauptgrund für mich aber, warum lieber Bewegungstrade als Trendhandel. Wenn wir uns anschauen, der Einstiegspunkt hier oben lag in etwa bei 10.630 Punkte. Wenn wir hier schauen, wo der Stop gesessen hätte, wenn ich ihn unter das Tief setze, dann sehen wir schon, dass das hier roundabout 30 bis 40 Punkte gewesen wären. 40 Punkte heißt eben FDAX nichts anderes, wenn wir uns das anschauen, dass wir hier ein Risiko von 1.000 Euro haben. Selbst beim Mini DAX machen 40 Punkte immerhin doch noch 200, 250 Euro aus. Also das heißt, es ist für mich persönlich nicht so ideal, und weil man muss einfach auf sein Risk Management schauen. Das ist ja auch unabhängig davon, ob man jetzt den großen FDAX oder den kleinen handelt oder ob man es als CFD macht, spielt eigentlich keine große Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass das Risk Management passt, und wenn das nicht passt, kann ich entweder den Trade nicht machen, so wie ursprünglich gedacht, also kein Trend-Trade, aber die Alternative ist dann natürlich ein Bewegungstrade hier. So, und dann sehen wir, dass wir hier doch sehr viele Innenstäbe bekommen haben. Also die Position ist auch mit einem Innenstab gefüllt worden, ist dann hier doch 10 Minuten lang seitwärts gelaufen. Dann haben wir hier den Ausbruch bekommen. Ich konnte hier den Stop dann schön nachziehen. Dann gab es hier die nächste Innenkerze. So, das heißt für mich natürlich nichts anderes als, hier könnte eine Korrektur auf dem kleineren Zeitfenster anfallen. In der kleineren Trendgröße ist natürlich dann, wenn wir im Minutenchart unterwegs sind, dann eher der Tickchart. Dann also Stop zurückgesetzt, eine Kerze, markttechnisches Grundtrading, und dann hier erster Teilverkauf
CRV 1 zu 2. Die meisten von euch wissen, dass ich das sehr gerne mache im Intraday-Handel, meine Teilverkäufe bei 1 zu 2 bzw. bei 1 zu 4 dann mitnehmen. Wie ist es dann weitergelaufen? Wir haben danach wieder einiges an Innenkerzen bekommen, haben so eine typische Korrektur auch gesehen. Das heißt, ich habe den Stop dann auch nicht mehr großartig zurückgezogen, sondern habe es hier einfach unter dem Tief gelassen, haben dann hier nochmal einen sehr dynamischen Ausbruch bekommen. Das Ziel ist dann auch erfüllt worden, von daher dann ein recht positiver Trade. Danach ist der Markt dann auch sehr viel seitwärts gependelt, hat dann auch nochmal wieder Luft geholt, ist ein ganzes Stück zurückgekommen, bevor er dann heute Nachmittag dann wieder auf diese Hochs gestiegen ist. Auch das ist eigentlich ein sehr typisches Bild, was wir dann im Laufe des Tages gesehen haben. Der Markt kommt dann irgendwann zurück, kann das auch hier dann nochmal zeigen. Schauen wir gerade, wo haben wir den FDAX? Das mal gerade auf. Hier können wir das ganz gut sehen. Also hier heute Morgen die sehr, sehr starke Bewegung. Und was dann eben passiert ist, ist eben diese typische Seitwärtsbewegung, bis dann die Amerikaner in den Markt kommen. Da kann man wirklich ziemlich genau schauen, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Das ist so der Bereich, wo dann anschließend die Post wieder abgeht. Und hier wäre es jetzt natürlich möglich gewesen, vielleicht nochmal den ein oder anderen Trade zu machen, wenn man jetzt nur den FDAX handeln möchte. Ich selber trade ja lieber vormittags den deutschen Markt, nachmittags den US-Markt. Deswegen schauen wir uns auch gleich dann eben eher Trades aus dem US-Markt an. Aber prinzipiell ist der Handel halt gerade im FDAX bzw. im ETF oder auch im CFD natürlich eine spannende Geschichte, vor allen Dingen an solchen Tagen wie heute, wo es sehr dynamisch geht. Viele haben damit gerechnet, dass wir heute eher auf der Short-Seite unterwegs sein sollten, dass wir eher fallende Kurse sehen. Aber es ist natürlich genau das, was das Spannende am Trading ist. Ich habe mir einfach abgewöhnt vor vielen Jahren, dass ich selber mir eine Meinung bilde, in welche Richtung ein Markt gehen soll. Ich spreche darüber auch immer in den Workshops und auch in den Coachings. Wichtig für mich ist eigentlich das zu schauen, was will der Markt denn? Was macht das große Kapital? In welche Richtung drücken die den Markt? Und was ich nur mache, ist das ganze Ausnutzen im Trading, dass ich einfach sage, okay, ich springe auf die Trends auf, dort, wo das große Geld hinfließt und nutze das Ganze dann für mein Trading. Natürlich nutze ich dazu die markttechnischen Unterstützungen, diesen ganzen markttechnischen Handel, aber prinzipiell versuche ich diese Kombination zu fahren, gerade im Daytrading, im Intraday-Handel, aus Nachrichten und Trading, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass das reine Handeln nur nach Charts nicht den großen Erfolg bringt, den man sich erhofft, sondern diese Kombination aus der Nachricht und dem, das, was dann daraus folgt im Trading, dass das zielführend ist. Und das ist auch genau das, was wir in den Theorie- und Praxis-Workshops oder auch in den Intraday-Coachings immer wieder machen, dass man einfach diese Kombination zusammenbringt zwischen Theorie, Praxis und Nachrichten. Das ist einfach das, worauf es im Trading ankommt. Wie gesagt, nicht sich eine Meinung bilden, sondern einfach nur wissen, okay, heute wird ein spannender Tag, heute muss ich wirklich fit sein, muss morgens um 8 Uhr am Rechner sitzen, denn normalerweise fange ich ja auch erst gegen 9 Uhr an zu handeln, aber genau an solchen Tagen wie heute ist es natürlich besonders spannend, dann früh am Markt zu sein. Okay, schauen wir uns den nächsten Trade an, beziehungsweise den nächsten Wert. Neu reingekommen ist heute auch die Aktie von Alcoa. Ist auch noch nichts großartig passiert. Ich bin hier in der Aktie, hier waren wir in der Korrektur im Stundenchart, dann hat sich hier ein neuer Aufwärtstrend wieder etabliert, was ich immer ganz gerne mache. Ich zeichne halt erst einmal kurz den Abwärtstrend ein, damit ich auch sehe, okay, wo befinden wir uns denn hier momentan überhaupt? So, man kann es hier ganz gut sehen. So, der Markt ist dann hier runtergelaufen, hat dann den neuen Aufwärtstrend auch wieder hier bekommen. Habe das Ganze dann für mich versucht wiederum zu nutzen. Hier der Stop bei der 28,87. Wie gesagt, bisher noch nichts passiert. Erstes Ziel ganz klar ist natürlich hier das Hoch bei etwa 31,80, 32 und dann natürlich gerne noch ein Stück weiter. Ich selber handle ja in der Regel im Tages- und im Stundenchart ohne
dass ich mir feste Ziele setze im Trading, im Intraday-Handel. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist aus meiner Sicht eben ganz praktisch, wenn man Intraday-Ziele hat. Das heißt nicht, dass es Max-EV ist, dass man hier das meiste Geld aus dem Markt herausholt, wenn man mit Take-Profits arbeitet, aber es ist halt für die Psyche halt sehr gut, wenn man sieht, okay, ich bin mit einem Risiko von 100 Euro reingegangen und ich habe jetzt 200 Euro im ersten Schub, in den ersten 3, 4 Minuten gemacht. Warum soll ich da nicht die Hälfte der Gewinne vielleicht mitnehmen? Dann kommt die Korrektur, dann tut es mir auch nicht so weh, wenn der Markt zurückkommt und wenn dann wieder Schub kommt, ja, super, dann habe ich ja noch immer die Restposition, mit der ich sehr weit auch nach vorne kommen kann. Eine weitere Position, die ich noch offen habe von der letzten Woche, hoffe, dass sie jetzt kommt. Ich muss das Feld erschließen, okay. Finanzwert, die Finanzwerte laufen momentan alle sehr, sehr stark. Das war eigentlich auch schon vor 3 Wochen während unseres Theorie- und Praxis-Workshops haben wir schon festgestellt, dass wir im Live-Trading montags und dienstags hier sehr starke Bewegungen im Finanzsektor gesehen haben. Das werden wir auch gleich noch sehen. Der Finanzsektor ist extrem stark momentan. Wir können uns auch gleich anschauen, wo die Aktie sich derzeit befindet. Im Prinzip vom Setup her ähnlich wie das, was wir gerade bei Alcoa gesehen haben, kurz vor dem hoch hier in den Trade hineingegangen, eine schöne kurze Korrektur und dann eben sehr dynamischer Ausbruch. Das ist eigentlich das, worauf ich immer sehr viel Wert lege, eben kurze Korrekturen und dann knackig der Ausbruch. Ein weiterer Trade, den ich Ende letzter Woche eingegangen bin, der aber leider schon ausgestoppt ist, kommen wir gleich auch noch zu, das ist Caterpillar. In Caterpillar im Prinzip ähnliches Bild, wir sehen hier ganz schön die Korrektur der Aktie, zeichne das auch hier kurz ein, also der Markt läuft hier wirklich mustergültig nach unten, kommt dann hier aus der Korrektur nach oben, so, und dann trade ich hier den Ausbruch. Bis dahin war hier eigentlich alles wunderbar und was dann passiert ist, zeige ich jetzt auch gerade kurz, gerade hier in den Trade hinein, hier kann man es auch sehen, hier reingekommen in den Trade und dann hier zur Handelseröffnung, kurz nach der Handelseröffnung, fällt die Aktie einfach nach unten weg. Es gab eine Handelsaussetzung in den USA über mehrere Minuten. Was ist passiert? Caterpillar hat sich einfach geäußert, dass die Quartalszahlen nicht so stark ausfallen werden wie die Konsensschätzung der Analysten und daraufhin ist die Aktie dann doch erstmal ein ganzes Stück unter Druck geraten, bin dann hier auch wirklich fast am Tief ausgestoppt worden, also auch das gehört zum Trading dazu. Es geht also nicht nur so, dass es immer nur positive Trades gibt, also ich sage mal so ganz grob über den Daumen kann man eigentlich immer sagen, dass jeder zweite Trade im Endeffekt ein Plus-Trade ist oder andersrum halt ein entsprechender Minus-Trade. Das liegt einfach daran, dass wir eben natürlich größere Gewinne einfahren wollen als dieses typische CRV von 1 zu 1. Wenn wir das nur haben wollten, dann sollten wir natürlich möglichst Trefferquoten zwischen 60-70% haben. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein CRV von 2, 3 oder 4 haben und die Stops nachziehen, dann werden wir natürlich zwangsläufig eher in Richtung 50-50 gehen. Wahrscheinlich sogar die meisten Trader eher darunter liegen bei 40-45% Trefferquote, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut, denn solange die durchschnittlichen Gewinne bei uns im Trading größer sind als die durchschnittlichen Verluste, spielt das natürlich für uns keine Rolle. Den anderen Trade, den ich vorhin noch gezeigt habe, hier den Finanzwert, sehen wir, hat heute einen schönen Ausbruch gemacht, da konnte ich den Stop jetzt auf Break-Even nachziehen, also ist auch noch nichts Großartiges passiert, gehe ich auch von aus, dass der Trade dann möglichst noch ein ganzes Stück weiterläuft. Wir können uns das Ganze auch noch im Zusammenspiel mit dem Tageschart anschauen. Da sehen wir auch hier im Tageschart, ist noch nicht so großartig, was passiert. Ja, wir befinden uns oberhalb des letzten P2s. Die Aktie ist auch schon ein schönes Stück im Gewinn. Aber nichtsdestotrotz mache ich mir hier noch keine Gedanken darüber, ob ich hier den Trade hier schließen möchte, sondern warte eher darauf, dass die Aktie hier jetzt korrigiert im Stundenchart. Und was mir dann hier am liebsten wäre, ist, dass sie vielleicht heute Abend dann nochmal den Ausbruch schafft auf ein neues Hoch. Wir haben ja das positive Umfeld, den Rückenwind von den Märkten, sodass ich hier den Stop hier schön in den Gewinn ziehen kann und dass ich mir hier dann keine Gedanken mehr um den Trade machen muss. Besprechen können wir den Trade dann vielleicht nächste Woche wieder im Wochenausblick, dann als Video wieder, wie weit es hier mit dem Trade
weitergegangen ist. Dann noch einen letzten Trade, den ich Ende letzter Woche schließen musste oder beziehungsweise wo ich ausgestoppt bin. Auch den habe ich schon in den Wochenausblicken vorher vorgestellt. Der ist jetzt ausgestoppt worden. Und zwar war das ein Trade im VXX. Der eine oder andere kennt den Trade noch, short gegangen hier bei 34,65, hat wirklich sehr lang gehalten, konnte hier einen Teilverkauf machen mit dem Trade. Dann ist der Trade halt immer weiter in den Gewinn gelaufen und ist dann hier ausgestoppt worden bei 28,77, ich glaube, das war am Donnerstag oder am Freitag. Das zu den Positionen der letzten Tage, beziehungsweise zu den Positionen, die derzeit auch offen sind. Und ich denke, jetzt schauen wir einfach mal auf die Situation, wo haben wir vielleicht noch Trading-Chancen, also nicht nur die Trades, die ich noch offen habe. Vielleicht fangen wir an. Ich habe hier drei Devisenpaare rausgesucht und ein paar Aktien, die ganz interessant aussehen. Zum einen hier bei den Devisenpaaren haben wir natürlich einmal den Australdollar gegen den japanischen Yen. Hier können wir ganz gut sehen, dass wir hier sehr, sehr viel Stärke im Markt haben. Wenn wir hier den Trend einzeichnen, kann man das ganz gut sehen, dass wir wirklich sehr stark hier unterwegs sind. Ja, das war das Falsche. Mal ins Zeichenmodus gehen. So, also wenn wir uns hier einmal sehen, wir hier natürlich den großen Trend. Das heißt, dass der Markt kommt hier wirklich sehr schön nach oben. So. Dazwischen sehen wir natürlich auch, dass es dazwischen kleinere Trends gibt. Und das ist eben das, was wichtig ist im Trading. Wir müssen uns immer Gedanken machen, welche Trendgröße möchten wir handeln. Da haben auch sehr viele Trader immer wieder Probleme. Wir haben es vor 3 Wochen im Workshop gesehen, dass es da immer Probleme gibt. Auch jetzt derzeit im Coaching. Wir haben ja mal dienstags und donnerstags die Coaching-Module, sowohl für Tag-Stunden-Handel als auch Intraday. Und natürlich ist es nicht so einfach. Man muss da wirklich einen Handelsplan haben. Deswegen werden wir da auch im Februar hier nochmal drüber sprechen, aber das ist halt ein wichtiger Punkt. Mit einem Handelsplan wird das Ganze natürlich wesentlich einfacher und wenn wir uns das anschauen, man sieht hier wirklich ganz klar eigentlich, dass es hier auch im Stundenchart hier einen kleineren Trend gibt, der natürlich hier dann wesentlich einfacher zu handeln ist, auch von der Stopgröße her, weil das ist ja häufig das Problem bei den meisten Tradern, die vielleicht im Devisenmarkt gerne auf größeren Zeiteinheiten traden möchten, aber dann sind die Stops vielleicht zu groß, sodass man dann vielleicht doch eher Intraday handelt. Dann gibt es natürlich wieder viele Dinge, die man zusätzlich berücksichtigen muss beim Intraday-Handel. Das sieht man auch immer wieder, dass man da wirklich ein bisschen wissen muss, was man jetzt genau macht, damit wir da auch die Chance haben, dann die Trades regelmäßig ins Ziel zu bekommen. Hier kommt jetzt im Endeffekt die Korrektur, was ja auch sehr schön ist, denn der Markt ist natürlich jetzt hier auch schon ein bisschen in der Bewegung. Idealerweise ist natürlich hier so ein Rücklauf hier bis an das alte Hoch, 85, 85,10, und dann von dort aus dann wieder eine Möglichkeit vielleicht zu suchen, ob jetzt auf Stunde oder auch Intraday von hier aus dann wieder in Trendrichtung zu handeln. Ein weiteres Devisenpaar, was sich sehr, sehr stark entwickelt hat, vor allen Dingen jetzt in den letzten Stunden, sehen wir hier neuseeländischer Dollar gegen japanischen Yen. Auch hier ein schöner Trend. Ich mache mal erst den Tageschart auf. Hier sehr schön zu sehen. Jetzt allerdings sehr, sehr weit in der Bewegung. Ich würde mich hier jetzt sehr schwer tun, jetzt hier an der Stelle auf den Trade aufzuspringen. Man kann das ganz gut sehen, der Markt ist hier wirklich sehr weit in die Bewegung. Hier sehen wir innerhalb eines Tages Bewegung, Korrektur und sofort die Bewegung wieder nach oben. Das heißt also auch hier diesen Bewegungsast, den wir hier sehen, sollte man natürlich im Idealfall dann eher versuchen, entweder hier auf der Stunde oder wenn man es auch gerne etwas niedriger mag, dann auch noch auf der kleineren Zeit, einer 5 Minute oder eben entsprechend Minute zu handeln. Auch hier sehr schön, wie gesagt, Markt ist hier rausgekommen, jetzt nochmal die Bewegung nach oben. Hier an der Stelle würde ich jetzt nicht einsteigen wollen, weil wir, wie gesagt, auf Tagesbasis sehr weit in der Bewegung sind. Im Stundenchart sehen wir auch in der Bewegung. Aber wenn jetzt die nächste Korrektur wieder kommt, so wie vorhin auch schon angezeigt, dann würde es aus meiner Sicht hier durchaus halt wieder Sinn machen, darauf zu warten, dass der Markt hier zurückkommt und dann entweder auf Stunde oder Intraday, je nachdem, was euer Handelskonto zulässt und wie ihr auch euch wohlfühlt im Trading, dann hier entsprechend auf die kleinere Zeiteinheit. Jetzt noch ein Devisenpaar, was natürlich nie fehlen darf, das ist der Euro gegen US-Dollar. Das ist ja eines der
meistgehandelten Paare, gerade unter Privatanlegern. Ich selber bin nicht so der ganz große Freund vom Euro gegen US-Dollar. Das hat mehrere Gründe. Man sieht das auch hier schon am Chart. Es ist nicht so ganz easy momentan hier das Ganze zu handeln. Wir sehen, wir haben heute Morgen, sind wir hier die Tiefs hier angelaufen. Das ist hier noch von den letzten Marktausblicken, die wir gemacht haben, wo ich gesagt habe, naja, wenn der Markt hier drunter kommt, haben wir halt gute Chancen, dass der Markt hier weiter nach unten zieht bis auf die Tiefs. Das haben wir dann auch gesehen. Wir sind hier auf die Tiefs gelaufen, haben hier sogar ein Doppeltief hier innerhalb von 10 Tagen gemacht, was erstmal sehr stark ist. Was wir allerdings jetzt sehen, und das ist einfach beeindruckend, ist diese starke Bewegung, die jetzt hier aufgetreten ist am heutigen Tage. Das heißt, hier sind sicherlich sehr viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden, wie im Aktienbereich auch. Und das gab natürlich dann die Möglichkeit, hier wirklich ein sehr schönes Reversal zu handeln. Also gerade im Intraday-Bereich war das ja hier wirklich ein Traum. Es gab hier erstes Gap in der Nachtsession, dann hier wirklich der Markt nach unten und dann, als die europäischen Märkte aufgemacht haben, wirklich eine sehr, sehr starke Bewegung mit einer Korrektur und dann wieder hoch. Das heißt also, ich denke, der ein oder andere von euch wird es heute auch sicherlich gehandelt haben, weil diese Stärke, die hier aufgekommen ist, wir sehen es wirklich hier 8 Uhr, das heißt also zu der Zeit, als wirklich dann die Europäer in den Markt gekommen sind, auch als Großbritannien dann um 9 dann entsprechend in die Märkte gekommen ist, sehen wir einfach, da kommt dann wirklich Bewegung rein und dann waren hier auch wirklich gute Chancen, hier gerade intraday einen guten Trade abzusetzen. Für viele sicherlich schwierig, dieses Umdenken, wenn wir sehen, dass der Devisenpaar ja eigentlich am Tief war und wieso wollen wir hier überhaupt long traden. Das ist auch etwas, was viele, auch die markttechnisch unterwegs sind, eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben, hier gegen den Trend zu handeln. Das liegt aber einfach daran, dass wir eben hier die Tiefs hier unten angetestet haben. Ich zeige mir das hier, lassen wir mal hier unten raus, die Zeichnung, damit man es vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Wir haben hier unten einfach Tiefs gehabt, die hier sehr, sehr häufig angelaufen wurden. Dieser Bereich hier. Und der Markt hat es ja auch wieder versucht, hier durch das Tief durchzugehen, sticht auch hier durch im Nachthandel, macht dann eine Korrektur, heißt also nichts anderes, er probiert hier nochmal das Tief hier anzulaufen, naja, und dann ist es im Endeffekt ein Fehlausbruch, den kann man natürlich sagen, naja, wenn ich das nicht handeln möchte, wenn ich das nicht als Handelssetup habe, dann handle ich das nicht. Ich selber nutze das halt wirklich wahnsinnig gerne im Handel, wir sprechen auch immer in den Coachings drüber, weil das natürlich, wenn viele Leute auf der falschen Seite sind, für uns natürlich eine ideale Möglichkeit ist, hier in die Märkte einzugreifen und sehr schnelle Gewinne zu machen. Und selbst wer hier erst am Hoch hier heute eingestiegen ist, bei der 1,06, konnte hier mal locker 1,5 Cent hier mitnehmen. Und wir sehen auch, momentan ist auch der Euro gegen US-Dollar weiter auf dem Vormarsch und wird wahrscheinlich jetzt auch gleich hier noch einmal die Hochs angreifen. Das war es von mir zu den Devisenpaaren. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar interessante Einzelaktien an. Davon gibt es auch im Moment extremst viele Werte, die momentan interessant aussehen. Habe hier ein paar, wie gesagt, rausgesucht. Es ist ein bisschen schwierig, dass man auf der einen Seite darauf achtet, dass die Aktie sehr stark ist. Auf der anderen Seite natürlich möchten wir ja möglichst auch aus der Korrektur heraus handeln. Wir haben es ja vorhin gesehen bei Alcoa, das ist eine Aktie, die sehr weit am Hoch war. Auch bei den Finanzwerten, die sind zum Teil sehr, sehr am Hoch. Bank of America war Freitag schon ein wahnsinnig guter Trade, nur das muss ich halt einfach genau schauen, was kann ich hier wirklich machen und hier sieht man, der Markt kommt hier im Prinzip in die Korrektur hinein und das ist für mich dann eigentlich ein guter Punkt, wenn ich dann schaue, okay, wenn der Markt hier in der Korrektur ist, dann versuche ich hier wieder aus der Korrektur dann hier den ein oder anderen Trade dann zu finden. Ich werde jetzt, wenn der Markt hier unter die 1,27 fällt, erst abwarten, was hier passiert, bevor ich einen neuen Trade eingehe, weil wir hier schon sehen, dass es hier das Tief ist. Nichtsdestotrotz wichtig für mich hier eigentlich so dieser Bereich hier bei der 1,22, 1,23, 1,24. Solange der Markt hier in diesem Bereich nicht unterfällt, ist es eigentlich eine gute Möglichkeit für uns hier vielleicht nochmal in den Trade hineinzukommen.
Hier sehen wir ein Bild, was mir ganz gut gefällt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt gleich noch hier ein Trade in den Markt hineinlege. Wir haben hier gesehen, dass die Aktie hier sehr stark unter hohem Volumen nach oben gelaufen ist. Das müsste am Mittwoch gewesen sein. Ja, 30. Hat dann hier eine Korrektur gemacht. Ist auch heute nicht so stark wie die anderen Werte. Ein gutes Setup für mich wäre jetzt hier tatsächlich zu sagen, okay, wenn der Markt jetzt hier in den Rücklauf hineingeht, hier an dieses Hoch hinein, hier eine entsprechende Order zu platzieren in dem Bereich von $65. Stop müsste man dann oder würde ich dann auch ein ganzes Stück weglegen müssen. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich diesen Trade im Rücklauf einfach so nehme oder ob ich nicht lieber warte, dass hier ein kleines 1, 2, 3 nach oben wieder entsteht, was ich dann fürs Trading nutzen kann. Aber das ist natürlich immer ideal, so wie auch in der Voraktie, wenn wir uns hier im Korrekturmodus befinden, weil Screening ist wichtig, starke Aktien rauszusuchen, die vor allen Dingen stärker sind als der Index. Und dann als nächstes dann einfach zu schauen, okay, wann kommt so ein Wert in die Korrektur hinein, damit wir die Möglichkeit haben, hier aus der Korrektur heraus zu handeln. Auch hier sehen wir, Aktie war in der letzten Woche im Korrekturmodus, hat schon am Freitag wieder stärker aufgebaut, auch heute mit einem Gap aufgemacht. Auch hier ganz interessant, schau hier mal im Stundenchart. Einstieg hier war halt nicht möglich, deswegen ist bei mir über den Screener auch erst weggerutscht heute. Wir sehen hier die Hochs vom Freitag bei etwa 67,50. Hier ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, mit einem Stop by Limit in den Markt zu gehen. Wenn wir ohne Stop by Limit in den Markt gehen und wir setzen hier eine Order bei 67,50 ab, dann sehen wir schon, die Ausführung, die Eröffnung war dann bei 67,97. Das heißt, wir sind hier ungefähr 47 Cent höher oder ein Dreiviertel%. Und wenn wir unseren Stop halt schauen, wo der vielleicht normalerweise gesessen hätte und wir das berechnen, dass das ein Risiko von vielleicht 100 € ist, dann haben wir jetzt plötzlich hier, wenn der Markt aufmacht, schon ein Risiko von 200 €. Und das macht halt aus meiner Sicht halt entsprechend wenig Sinn. Deswegen hier mit Stop by Limit arbeiten und jetzt, wenn der Markt hier zurückkommt, dann haben wir natürlich gute Möglichkeiten, uns entweder an der Stelle abholen zu lassen, wo wir ja mit Limit sowieso rein wollten, oder wir warten einfach darauf, dass wir Intraday ein kleines 1, 2, 3 wieder nach oben bekommen. Zwei weitere Aktien, die ich noch rausgefiltert habe. Wir sehen, diese Aktien sind alle in dem Bereich mit dem Anfangsbuchstaben A. Das heißt, es gibt im Moment extremst viele Aktien im S&P, die sehr stark aussehen, wo wir wirklich nur noch darauf achten müssen, dass wir wirklich überdurchschnittlich starke Aktien finden. Denn wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Aktien, die derzeit sehr positiv aussehen. Hier auch Applied Materials, starke Korrektur hier am Donnerstag, dann am Freitag das Reversal. Ist so eine Aktie für die Händler, die gerne größere Korrekturen sehen, habe ich deswegen extra rausgesucht. Ich selber bin ja nicht der ganz große Freund von diesen großen Korrekturen. Wenn wir uns hier den Aufwärtstrend einfach mal anschauen, da kann man es ganz gut sehen. Die Aktie ist hier schön hochgekommen, so macht hier einen guten Durchstoß hier durch das große Jahreshoch und jetzt den Rücklauf. Mir persönlich ist der Rücklauf hier an dieser Stelle fast ein bisschen zu groß, aber ich weiß es halt aus den Coachings, dass es eben viele Trader gibt, die diese etwas stärkeren Rückläufe lieber mögen. Warum auch nicht? Ich meine, jeder macht ja seinen eigenen Handelsplan. Also wir müssen ja wissen, kopieren von etwas ist sowieso immer etwas schwierig. Deswegen, man kann die grundsätzlichen Dinge, sollte man natürlich übernehmen, wo man sagt, okay, da finde ich mich wieder, da glaube ich, dass ich das gut umsetzen kann. Aber alles andere ist für mich halt wirklich so ein Ding. Da muss halt einfach jeder so seinen eigenen Handelsplan finden, seine eigene Handelsidee. Und wenn man sagt, ich mag halt lieber größere Rückläufe, weil man vielleicht auch aus dem Devisenbereich kommt, wo man es auch gewohnt ist, größere Rückläufe zu haben, dann ist es vielleicht eine Aktie, die man sich dann intraday sehr gut anschauen kann. Die letzte Aktie, die ich noch mitgebracht habe, auch hier sieht man, sie ist sehr, sehr stark, hat hier eine sehr starke Rallye hingelegt in den letzten Tagen. Wenn wir uns die letzten 3 Wochen anschauen, hier 10%, jetzt eine kurze Korrektur, derzeit immer noch hier im Korrekturmodus. Also ich habe hier im Moment würde ich halt wirklich warten, was jetzt hier passiert, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen aufmachen, sehen wir, die Aktie befindet sich hier gerade in diesem Bereich der alten
Höchststände, die wir hier gehabt haben, zwischen 94,50 und 96. Stabilisiert die Aktie sich hier, haben wir sicherlich große Chancen darauf, dass es hier von hier aus weiter nach oben geht. Ich denke, das wird dann auch die spannende Phase dann sicherlich werden. Solange es aber so ist, dass wir hier eben doch eher negative Tage immer sehen. Wir sehen, die Aktie macht zwar schon mal hier auch heute im Plus auf, wird aber dann doch abverkauft. Ich würde hier einfach warten, bis hier die Aktie sich hier stabilisiert und dann haben wir hier vielleicht nochmal gute Möglichkeiten, hier einen Einstieg in den nächsten Tagen zu finden. Ja, das waren so die Trades, die ich rausgesucht habe, die derzeit aus meiner Sicht hier gute Chancen versprechen, beziehungsweise Trades, die ich selber in den letzten Tagen eingegangen bin. Wenn ihr Fragen habt zum heutigen Thema, welche Märkte sehen gut aus, einzelne Trades oder auch zu meinem Vorgehen, dann einfach jetzt in den Chat schreiben und ich werde dann versuchen, die Fragen zu beantworten. Michael Rusch hatte vorhin noch gefragt gehabt, der Einstieg, das war im DAX, ob das ein Innenstab gewesen ist. Ja, das lag einfach daran, wenn ich einen Stop bei Limit Order mache, dann kann es natürlich passieren, dass ich, wenn der Markt zurückkommt, dass es dann ein Innenstab wird, weil ich das dann auch gar nicht sehe, wenn die Order schon im Markt liegt. Hans fragt, die Befürchtung mit den kleinen Korrekturen ist halt immer das, ja, dass man ausgestoppt wird. Das ist halt so, man muss halt die Korrekturen halt prozentual abschätzen. Und ich mache das auch so, dass ich für die Korrekturen halt unterschiedliche Größen natürlich annehme. Das liegt immer daran, handle ich jetzt wirklich im Tageschart, handle ich im Stundenchart, handle ich auf 5 Minuten oder möchte ich lieber halt die Minute handeln. Und es muss ja logisch sein, dass der Trade, den ich auf kleinen Zeiteinheiten eingehe, logischerweise auch einen kleineren Stop haben muss als der Trade auf Tagesbasis. Denn wenn ich im Minutenchart einen Stop habe von 1%, dann habe ich halt Schwierigkeiten, einen CRV von 1:2 zu bekommen. Von daher müssen hier die Stops einfach ja aus der Konsequenz heraus einfach natürlich kleiner sein, im Stundenchart logischerweise dann entsprechend ein ganzes Stück größer und im Tageschart habe ich ja auch zum Teil Stops, die dann auch schon mal 5% und größer sind. Das ist aber dann wirklich auch das Maximum, wo ich dann einfach sage, okay, also als Initialstop mehr möchte ich halt nach Möglichkeit nicht haben. Jens sagt, Stahlwerte laufen zum Beispiel gigantisch. Ja, das sind halt bestimmte Bereiche, die halt sehr gut laufen. Die kann man sich im amerikanischen Markt auch recht einfach immer anschauen. Wenn ihr nämlich auf die Seite von Finvis geht, dort findet ihr ja diese sogenannte Map. Ich hole das mal gerade rauf für alle die, die das vielleicht noch nicht kennen. Finvis ist eigentlich eine ganz schöne Sache, auch so zum Screen, wenn man noch selber keinen eigenen Screener hat. Hier sieht man eigentlich auf einen Blick immer, welcher Bereich jetzt gerade gut aussieht. Wir sehen also hier Technologiewerte, Finanzwerte jetzt schon die letzten Tage, Bank of America, wie gesagt, super stark momentan unterwegs. Und hier kann man hier bei der Daily Performance einfach umstellen, dass man sagt, okay, was war denn in der letzten Woche besonders stark? Und da sehen wir auch hier, wenn wir auf eine Woche schauen, sind halt die Finanzwerte gewesen und dann hier entsprechend der andere Bereich und der Rest ist halt rot. Also das idealerweise geht man natürlich genau in die Bereiche, die momentan stark sind. Man spricht hier auch von einer sogenannten Branchenrotation. Das heißt, wir schauen einfach dort, wo wir eben entsprechend gute Möglichkeiten haben, in den Markt hineinzugehen. Hans fragt, meinst du, dass man in Nvidia auf Stunde einsteigen kann? Die Stunde schaut doch sehr gut aus. Also bei den Aktien, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind natürlich alles Long Trades. Ich suche momentan keine Short Trades, weil der Markt einfach so stark ist. Und wie gesagt, hier kommt noch die Saisonalität dazu. Das spricht überhaupt nichts aus meiner Sicht dafür, dann derzeit eben entsprechend auf der Short-Seite zu sein. Frage kommt noch nach dem FGBL, nach dem Bund Future, wie sieht der derzeit aus? Hier haben wir ja eine Rallye gehabt, die ja extremst lang auf der Long-Seite war. So, und jetzt sehen wir natürlich mit dem Zinsanstiegen, die jetzt in den USA langsam eingepreist werden, dass natürlich auch der Bund Future hier zur Schwäche neigt. So, und das ist jetzt natürlich dann hier eine gute Möglichkeit, wenn man sich das hier anschaut, dann natürlich eher die Short-Seite zu spielen als die Long-Seite. Wir sehen hier, der Markt ist hier unter den 200er EMA gefallen.
wirklich hier mit Dynamik, macht hier nochmal den Rücklauf und ist jetzt hier im Endeffekt nach dem Rücklauf an den EMA 200 hier wieder abgeprallt. Und dann heißt es für uns natürlich wieder zu schauen, was macht dann hier der Markt entsprechend auf Stunde, beziehungsweise wenn ihr eher Intraday unterwegs seid, dann natürlich im Intraday-Bereich. Da sieht man auch hier von heute früh der Markt erstmal sehr stark unter Druck geraten und jetzt in den letzten 2, 3 Handelsstunden zurückgekommen der Markt, wobei ich diese Bewegung eben nicht überbewerte, denn gerade wenn der Hauptmarkt eben zu hat, wenn wir uns anschauen, es ist halt jetzt wenig Umsatz, wird jetzt auch immer weniger werden im Bund Future in den Abendstunden. Das heißt also, wir müssen einfach abwarten, was morgen ist. Aber ich denke, die Short-Seite ist auf jeden Fall für mich eher der Bereich, wo ich mich umsehen würde, als die Long-Seite. Wie wählst du dein Limit beim Einstieg? Ja, in der Regel, Alfred, so wie mein Stop ist, vielleicht ein bisschen mehr, aber im Endeffekt soll das eben da liegen. Also gerade wenn ich im DAX Future unterwegs bin, da möchte ich nicht noch 2, 3, 4 Punkte oben drauf geben. Also 4 Punkte sind halt 100 Euro und die sehe ich halt nicht ein, warum ich die verschenken sollte, weil der Markt eh meistens ein Stück zurückkommt. Klaus Dieter fragt, handelst du nur diese 3 Forex-Instrumente? Nee, ich handle in der Regel sogar noch weniger. Ich bin kein großer Forex-Trader. Die erscheinen mir im Moment nur recht interessant. Deswegen habe ich sie bei mir noch auf der Watchliste liegen. Aber wie gesagt, ansonsten kann man natürlich jedes Devisenpaar handeln, wo man eine gute Chance findet, hier in den Markt einzusteigen. Ich habe halt einfach nur mal die rausgesucht, die aus meiner Sicht recht interessant aussehen. So, was haben wir noch? Wo im S&P würden Sie einen grundlegenden Trendwechsel ausgehen? Das heißt, wenn ich von Trendwechsel oder wenn du von Trendwechsel sprichst, denke ich mal, dass du davon ausgehst, wann wir wieder auf Short gehen können, Thomas. Also das sehe ich momentan erstmal nicht. Also das muss ich ganz klar sagen. Wo soll ich hier einen Trendwechsel tatsächlich auf Short sehen? Also wir sehen einfach, der Markt befindet sich am Allzeithoch. Wir sind hier keinen Prozent unterm Allzeithoch, sind hier, wie gesagt, gerade an die Marke herangelaufen und ich würde persönlich hier mein Heil nur auf der Long-Seite suchen. Ich glaube, das ist auch das größte Problem der meisten Trader, dass sie einfach zu sehr sich mit der Korrekturseite beschäftigen und weniger mit der Bewegungsseite. Denn auf der Bewegungsseite haben wir halt viele Möglichkeiten, gute Trades zu finden, also sprich hier in Long-Richtung zu handeln, weil die Märkte hier einfach steigen momentan, das Chartbild sieht gut aus, die Saisonalität ist passend, also sprich eigentlich alles für die Long-Seite, auch so ein Tag wie heute, wo man eigentlich Angst hatte, dass es eher ein Short-Tag wird und wenn der dann zur Stärke neigt, würde ich hier erstmal keinen Grund sehen, warum ich hier an dieser Stelle auf die Short-Seite schauen sollte. Michael fragt, was sagst du zu GD-Stops näher ran? GD, gleitender Durchschnitt meine ich, schätze ich, dass das ist, also es hat für mich halt, müsstest du genauer spezifizieren, was du jetzt genau damit meinst, was sagst du zu GD-Stop näher ran? Sagt mir jetzt nicht so wirklich was. Versuch's einfach nochmal ein bisschen genauer zu spezifizieren, Michael. Okay, wie sieht es mit Öl aus, fragt Andreas. Ja, Öl sieht natürlich momentan sehr stark aus seit letzter Woche. Ich habe hier mal den ETF aufs Öl herausgesucht und ja, ist natürlich, wir haben es ja gesehen, Mitte der Woche, nachdem sich die OPEC geeinigt hat, die Fördermengen zu reduzieren, gab es natürlich einen Gap. Wir haben auch schon gesehen, im vorbörslichen Handel Mitte der Woche gab es dann schon den ersten Sprung am Donnerstag, dann am Freitag dann im Endeffekt hier auch. Ich selber bin halt nicht so der ganz große Rohstoffhändler. Ich habe das ja auch schon oft hier an dieser Stelle gesagt, auch schon in meinen Wochenausblicken. Ich handle im Regelfall fast ausschließlich Gold und das auch nur als physisches Gold. Das heißt, ich gehe da sehr, sehr konservativ ran. Ich kaufe einfach in 200-Dollar-Schritten nach unten einfach immer weiter Gold, egal wie weit der Kurs fallen würde und würde immer dann, wenn ich entsprechend 50% vorne bin, wieder die ersten Positionen abbauen. Das bringt durchschnittlich einen hohen zweistelligen Ertrag pro Jahr und da brauche ich mir keine Gedanken zu machen wegen irgendwelcher Bewegungen, die dort kommen. Ich bin sowieso ein großer Freund, zwischenzeitlich nicht nur Intraday zu handeln, sondern eben auch ganz, ganz viel auf den
großen Zeiteinheiten. Das liegt einfach daran, dass man hier, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, wirklich eine sehr, sehr gute zweistellige Performance erreichen kann. Durchschnittlich 12-15% sind hier locker möglich und das mit Trefferquoten von über 70%. Wir machen dazu ja auch immer ein Coaching-Modul, was auch im Januar wieder startet, weil es einfach so genial ist. Man braucht einfach nur 1 bis 2 Stunden Zeit im Monat und kann hier wirklich kontinuierlich hohe Gewinne erzielen und man hat nicht so diese Schwankungen, wie man sie vielleicht aus dem Daytrading-Bereich kennt. So, was haben wir noch? Achtest du auch auf das Short-Verhalten der HF? Was meinst du mit HF? Ich schaue also schon drauf, wie sich andere positionieren, Jens, aber prinzipiell, solange der Markt mir nicht zeigt, dass er sich drehen möchte, der Hedgefonds, okay, danke, solange ich nicht sehe, was tatsächlich im Markt passiert, mache ich das nicht. Warum schaue ich nicht so explizit drauf? Also für mich ist schon wichtig, was machen die anderen? Darüber sprechen wir auch immer ganz extremst in den Coachings, weil das ist halt wichtig, was machen die anderen? Aber unsere Positionen, mit denen wir handeln, müssen wir ja eigentlich wissen, die sind ja nicht so groß wie von den großen Marktplayern. Also der ein oder andere von uns handelt vielleicht mit einem 10.000-Konto, 50er, 100.000er-Konto, vielleicht auch eine 250.000, wie auch immer. Aber das ist nichts, wo wir uns groß positionieren müssten, weil wir Angst haben, dass wir nicht in einen Trade hineinkommen oder hinauskommen. Das heißt, ich habe das im Blick, was passiert. Ich schaue mir auch immer an, natürlich das Put-Call-Verhältnis und solche Dinge. Das sind alles kleine Puzzleteile, aber nichts davon ist ausschlaggebend, dass ich sage, nur aufgrund eines dieser Dinge würde ich dieses oder jenes machen. Es müssen immer mehrere Puzzleteile zusammenkommen. Jens, in der Lufthansa wurde die Shortquote wieder erhöht. Ja, das mag sein. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem in Lufthansa Long, weil ich hier ein Signal bekommen habe und dann trade ich das auf. Und das ist eben der Punkt mit dem Handelsplan. Wenn ihr einen Handelsplan habt, dann ist es relativ einfach, das Ganze herunterzuhandeln und ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, wenn dieses oder jenes halt passiert. Und das mache ich halt und das mache ich seit vielen Jahren sehr erfolgreich, dass man nicht dauernd hin und her springt, sondern dass man einfach für die verschiedenen Trendgrößen und Zeiteinheiten einzelne Handelspläne hat. Für Intraday auf Minutenbasis habe ich natürlich einen anderen, als ich das auf Stunde habe oder auch auf Tagesbasis. Aber ansonsten kommt man halt nicht in solche Trades hinein, die übers Jahr 10, 20, 30, 40% bringen, wie zum Beispiel eine Adidas, die wir im Januar aufgenommen haben in unser Live-Depot. Das sind einfach so Dinge, da braucht man Handelsplan für und dann kann man das Ganze eben entsprechend umsetzen und auch dann durchhalten. Okay, kommt noch die Frage, ob ich den Lufthansa-Chart kurz zeigen kann. Ja, kann ich auch noch kurz zeigen. Klar, haben wir ja hier, kriegen wir es ja alles fix immer hin. Lufthansa. So, also auch hier können wir ganz gut sehen, Lufthansa ist natürlich eine sehr gebeutelte Aktie, ist sehr stark unter Druck geraten, hat dann allerdings sehr stark in den letzten Wochen wieder aufholen können, ist jetzt hier in den Korrekturbereich hier eingelaufen, kann man ganz gut sehen, oberhalb des 200er EMAs und ich setze jetzt hier einfach an dieser Stelle drauf, eben nicht im Daytrading, sondern eher auf den mittleren und großen Zeiteinheiten, Tageschart aufwärts, nach diesem Rücklauf hier mich dann einzukaufen in den Trade, um dann mit Ziel erst einmal hier neue Hochs über 13 und dann natürlich hier oben in dem Bereich von etwa 14,30 hinzulaufen. Und das ist natürlich dann ein schöner Bereich, weil dann haben wir hier locker 15%. Und müssen wir mal schauen, ob der Trade aufgeht. Aber prinzipiell bin ich halt ein großer Freund davon, eben verschiedene Handelssetups zu nutzen. Also nicht nur im Daytrading, sondern eben auch in den mittleren und großen Zeiteinheiten. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich alle Fragen gesehen habe. Ich hoffe, das meiste habe ich gefunden. Sieht gut aus, ja. Ja, sieht gut aus. Wie gesagt, also das so die aktuellen Trades. Ich werde jetzt diese Woche auch noch einiges an Trades sicherlich machen, wenn der Markt so stark bleibt. Bin ab Donnerstag dann allerdings wieder beruflich in Köln bei meiner Trainerausbildung, die ich derzeit noch durchlaufe. Und dann habe ich noch die nächste Woche als Handelswoche und dann ist für mich das Jahr auch vorbei. Dann sind auch die ganzen Coaching-Module bei mir durch und werde dann erstmal 4 Wochen sehr stark zurückfahren, weil ich dann auch in den Urlaubsmodus übergehe.
Dann vielleicht noch, was ich einmal ganz kurz erwähnt habe, ein Special für alle die, die daran interessiert sind, Start in das Trading-Jahr 2017. Wer da Interesse hat, einfach mal auf meiner Website vorbeischauen, DVD-Weihnachtsaktion. Ja, 4 DVDs zu den unterschiedlichen Themen gemacht, kleines Konto, Großtraden haben wir im letzten Winter gefahren, erfolgreich CFDs handeln in Zusammenarbeit mit FX Flat und CapTrader haben wir gemacht, professionelles Screening mit dem Kollegen Carsten Berger, dazu haben wir auch gleich noch um 19.15 Uhr ein Webinar für alle die, die neu die DVD sich gekauft haben und auch mit dem Kollegen, der auch hier bei CapTrader immer am Ball ist, Jens Rabe, das Beste aus zwei Welten. Wer Interesse daran hat, die DVDs gibt es bis Weihnachten mit 100 Euro Gutschrift, einfach das Codewort GUT100 eingeben und dann bekommt ihr die DVDs alle 100 Euro günstiger. Wer mehr als nur eine DVD haben möchte, auch da haben wir eine Aktion uns einfallen lassen, 3 für 2. Das heißt, wenn ihr 3 DVDs haben möchtet, dann einfach kurz mir nur eine Mail schreiben, dann gibt es die günstigste DVD dazu. Das war es von mir. Wenn keine weiteren Fragen sind, wenn noch was reinkommt, dann natürlich stellt es noch ruhig. Ansonsten gebe ich jetzt wieder zurück an Nelson. Ja, vielen Dank, Mario. Ich denke, das sind gute Weihnachtsgeschenke, gehören auf jeden Fall unterm Weihnachtsbaum. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bei dir bedanken für die Webinare jetzt hier im Jahr 2016. Und ich denke, ich spreche auch da für die Teilnehmer und freue mich natürlich auf die nächsten Webinare im neuen Jahr. Wie gesagt, nochmal als Erinnerung, die neue Anmeldung wird dann morgen entsprechend auf der Webseite online sein. Wenn Sie noch Fragen haben, ein paar Minuten haben wir noch, dann bitte rein in den Chat. Ansonsten sieht es im Moment nicht so aus und die Ersten wünschen uns oder dir, Mario, natürlich schon frohe Weihnachten. Und das kann ich natürlich so weitergeben. Ja, sieht, glaube ich, nicht so aus, dass noch Fragen kommen. Vielen Dank an alle, wünschen wir euch natürlich auch. Und ja, ich hoffe, dass Sie dann im nächsten Jahr, dann in dem neuen Termin im Januar wieder dabei sind. Bis dahin, schönen Abend und erfolgreiches Trading. Von mir aus auch alles Gute, ein frohes Fest. Nächster großer Marktausblick hier am 23. Januar. Nelson hat es ja schon gesagt und am kommenden Montag wieder der Wochenausblick von mir. Wie gesagt, allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, frohe Weihnachten, kann man glaube ich jetzt schon sagen. Wie gesagt, ich bin in 10 Tagen auch nicht mehr online dann. Für alle die, die also nächstes Mal nicht mit dabei sind beim Wochenausblick. Alles Gute und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr wieder, wenn es dann hier wieder heißt, der große Marktausblick. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.